interessante Geschichte, bei der ägyptischen Präsidentenwahl haben mehr als 1 Million Mohamed Salah auf den Stimmzettel geschrieben, obwohl er gar nicht kandidiert hat, obwohl er gar nicht draufgestanden ist. Also die Stimmen waren dann natürlich ungültig, aber er hätte immerhin 5% bei dieser Wahl bekommen. Also Herbert, wird Zeit, dass du auch mal kandidierst. Ja, ich könnte mal probieren, aber es wird sich wahrscheinlich, die Million wird sich schwer ausgehen in Österreich, weil wir ein bisschen kleiner sind als Ägypten. Aber da darfst du endlich den WM-Pokal in die Hände nehmen. Genau, und deswegen wäre es auch reizvoll. Ich würd Kantl wählen. Okay, na gut.